herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt Venedigs, die Metropole der Liebe. Duale Seelen Soforthilfe. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo, selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt für duale Seelen Soforthilfe 10 Euro. Liebe Barona, ich grüße dich. Deine Frage ist, ob diese Liebe, ob er dein duale Seele sei, ja oder nein. Erstmal klären wir, was ist überhaupt eine duale Seele? Wir Menschen haben eine Seele und unsere Seele ist in unserem Inneren, ein Teil von der göttlichen Schöpfung, eine göttliche Funke in uns. Und wenn wir sterben, dann verlässt die Seele unseren Körper, verlässt die Erde, verlässt Materie und kehrt zum Gott zurück. Mit vollen Erinnerungen und Gefühlen. Und ich könnte das sinngemäß so vorstellen, dass der liebe Gott dann fragt, ja, erzähl, wie war es auf die Erde? Und die Seele erzählt und erzählt. Und das ganze Leben spielt sich wieder ab wie ein Film. Und Ende dieses Filmes könnte ich nur wieder bildhaft so vorstellen, dass der liebe Gott dann fragt, ja, und wie fühlst du dich jetzt? Und wenn die Seele sagt, ja, wundervoll, ich fühle mich so befreit, dann hat die Seele von Karma gelöst. Wenn aber die Seele sagt, oh, ich möchte das lieber nochmal machen, dann hat die Möglichkeit, das zu verbessern. Und das ist dieser Kreislauf, diese Seelenreise, dieser Schicksalsrad. Und die Seele sucht ein Schicksal aus, kehrt wieder zurück auf die Erde. Und ein Schicksal ist begrenzt, hat einen Anfang, das ist unserem Geburt, hat ein Ende, das ist unserem Tod. Und oft Schicksalswegen kreuzen sie sich und haben wir oft seelische Verbindungen. Und die Seele kennen sie sich von früheren Leben. Und das passiert oft in der Liebe-Partnerschaft. Und wenn die eine Seele weiß, was die andere zum Lernen braucht, zum befreit zu sein von die Karma, dann kommen solche Handlungen, was man mit Verstand vielleicht schwer nachvollziehbar ist, aber in den seelischen Ebenen haben wir die Antwort. Kann passieren, dass jemand ständig zurückzieht, weil die andere zum Lernen muss im Vertrauen bleiben oder die Verlustangst verlieren. Und die Seele spiegelt das alles. Und oft erleben wir das in der Liebe-Partnerschaft und das in dieser Prozesse, diesem Dual-Seelen-Prozesse, wo diese Spiegelung man bekommt. Und die Lösung liegt daran, die Lernaufgabe verstehen und dann verbessert sich auch die Situation, weil dann muss die eine Seele den anderen nichts spiegeln. Außerdem, wenn ihr verspürt, dass ihr eine Dualseelenpartnerschaft seid, dann könnt ihr telepathisch jederzeit mit dem anderen in Verbindung setzen. Das ist ein feinstoffliches Energiefeld und die andere Seele spürt es auch. Jetzt schauen wir mal diese Legung an. Deine jetzige momentane Situation zeigt hier dieses Bild und das ist schon in der ein Hinweis, dass hier wirklich um eine göttliche Verbindung, eine Dualseelenverbindung handelt, eine seelische Verbindung. Diese Rabe symbolisiert Odins Rabe und er fliegt in Welt hinaus und hat Odin informiert, wenn ich das mal mythologisch beschreiben möchte. Aber in jedem Fall kommt hier was in Bewegung und diese Schrift, das was im Buch steht, das Buch des Lebens in dieser Akasha-Chronik, weil das ist alles beschrieben, wenn Schicksalswegen kreuzen sie sich. Auf jeden Fall hier eine göttliche Quelle, eine göttliche Nachricht. Und es geht in die Richtung, dass es tatsächlich zwischen euch beiden eine Dualseelenprozess oder eine seelische Verbindung handelt.
kann sein, dass ihr euren Lernaufgaben schon bewältigt habt, dann ist dieser Prozess vorbei und dann habt ihr eine seelische Verbindung. Worüber sollst du Gedanken machen? Das zeigt hier dieses Bild. Du brauchst Sicherheit und Stabilität im Leben. Und du machst viel zu viel Gedanken, entweder über Geld, über Finanzen oder über Werte, Wertschätzung. Und natürlich diese Gedankenmuster löst Angst aus. Und wenn Angst da ist, auch wenn das jetzt nicht unbedingt um die Liebe geht, sondern um Finanzen, um Sicherheit, Stabilität zum Haben im Leben und manchmal Kopfzerbrecher, natürlich wird das auf die Gefühle entsteht, Verlustangst. Und auch wenn das finanzielle, existenzielle Ängste sind, die Angst ist trotzdem da und Verlustangst überträgt sich auf die Liebepartnerschaft, Angst ihn zu verlieren. Weil du möchtest etwas befestigen und das hängt alles zusammen. Also achte auf deinen Gedanken. Und jetzt schauen wir deinen Gefühlen an. Du sollst etwas entdecken, wie ein Wunder. So wie dieses kleine Mädchen im Strand findet etwas und sagt, wow, was ist das denn? Und das ist dein Selbst oder deine Seele. Deine Werte. Du bist einzigartig, außergewöhnlich. Mach diese Entdeckungsreise. Jetzt schauen wir an, was verbindet euch. Und das ist die Liebe. Dazu brauche ich nicht viel sagen. Das Bild spricht für sich. Jetzt seine Gedanken. Hier ist auch die Schicksalsrat. Also das ist eine seelische Verbindung. Euren Schicksalswege haben sich gekreuzt. Und wenn hier im Gedankenwelt erscheint diese Karte, heißt dann, ihm ist es bewusst. Und jetzt schauen wir das Unbewusste an. Aber das hängt noch alles in Luft, in die Schwebe. Und das ist genau die Thematik, was ein Dualseelenprozess ausmacht. Wo die eine Seele spiegelt etwas für den anderen Seele. Weil sie wissen, was die andere braucht. Zum Entwicklung, zum Lernen, zum befreit zu sein von Karma. Und das ist eigentlich wundervoll, weil da kommt eine großartige Unterstützung und das passiert aus diesem Quelle, aus der Liebe. Und jetzt schauen wir an, was wird er tun? Da kommt eine Bewunderung. Und wenn bei dir dieses Selbstbewusstsein da ist und du erkennst, dass du einzigartig, außergewöhnlich bist. Ich möchte jetzt dich nicht vergleichen mit dieser Figur. Diese Figur symbolisiert etwas Außergewöhnliches, was Einzigartiges. Und du brauchst dieses Gefühl, das bist du auch, außergewöhnlich und einzigartig, bewunderungswert. Und diese Gedanken, auch wenn hier finanzielle oder berufliche Gedanken hast und musst den Alltag bewältigen. Natürlich kann man nicht so tun, wenn alles so wundervoll laufen würde. Man muss das auch ordnen können. Aber wenn die Angst da ist und du hast diese Kopfzerbrechen, dann versuche den Tag gestalten. Weil wir sind immer dort, wo unsere Füße steht. Mehr ist es nicht. Wir haben die Vergangenheit nicht mehr. Die Zukunft ist auch noch nicht da. Wir haben nur den Tag. Und das schöpferisch gestalten, dann verliert man auch die Angst.
Und es genügt schon. Und von einem Tag wird eine Woche, dann wird ein Monat, dann ein Jahr. Und da haben wir ein wundervolles Leben, was wir schöpferisch gestaltet haben. Und dann kommst du zum anderen Gedanken und fühle dich einzigartig, außergewöhnlich. Und er spürt das auch, dass du hier diese Bewunderung bekommst. Und wenn er merkt, jeder bewundert dich und du hast diese stolze Haltung, dann spürt er, seine Seele spürt, aha, du hast deine Lernaufgabe verstanden. Dann können wir diese Liebe leben, weil dieser Rad dreht sich dann in deine Richtung. Und er bekommt auch Halt und Sicherheit und Stabilität. Das ist aber seine Lernaufgabe, weil er braucht es auch. Er hat auch Lernaufgabe, nicht nur du. Seine Lernaufgabe heißt, verspüren die Sicherheit, Stabilität, eine feste Boden unter den Füßen. Liebe Baruna, so könnte ich deine Frage beantworten. Ich bedanke mich für deine Treue. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe von Dendera.